Einen wunderschönen guten Tag. Freunde chinesischer Beleuchtungskunst, ich grüße euch. Ich habe heute eine ganz interessante Leuchte für euch. Die Kolbor CR60. Ist aus einem Indiegogo-Projekt hervorgegangen. Sieht das mal ganz normal aus? Wie eine kleine Leuchte. Entspricht natürlich schon den aktuellen Standardtechnik, also mit LEDs, 65 Watt. In dem Falle ist das Licht variabel einstellbar in der Farbtemperatur von 2700 K, also Kelvin, bis 6500. Helligkeit ist auch einstellbar in 1%-Schritten von 1 bis 100. Das ist eine große Überraschung, wa? Außerdem kann man die auch ohne Kabel betreiben, mit einer Powerbank, PD Powerbank. Geringes Gewicht, 550 Gramm. Naja, die sind aber auch nicht so besonders groß. Es gibt noch einen Store, da kann man die für $150 kaufen, bei Amazon 170 Euro. Und es gibt ja auch, wie gesagt, ein Indiegogo-Projekt. Was mich auch irgendwie ein bisschen wundert. Weil ist ja bei Amazon schon verfügbar. Weil der ist auf jeden Fall noch günstiger. Der kostet ja eigentlich bloß $100. 20 Volt, 4 Ampere muss die Powerbank bringen. Das ist schon ordentlich. Das Gehäuse ist aus Aluminium. Das ist sehr gut. Okay, das sind ja so Standardwerte. Ist halt eine Lampe. Ich kann mich durchaus für Lampen begeistern. Das kommt so mit der Zeit, sage ich euch so, wie es ist, wenn man Videos macht. Am Anfang nimmt man nur Deckenlicht und irgendwann fängt man an, das zu verbessern. Kauft sich erstmal so eine billige China-Lampe. Ja, und irgendwann reicht das aber auch nicht mehr. Mittlerweile habe ich hier ein ganz gutes Setup. Ich will aber noch meine Beleuchtung von oben nicht noch ein bisschen optimieren. Ihr seht, die ist auf jeden Fall mega kompakt. Und es hat auch einen ganz bestimmten Grund. Erstmal müssen wir natürlich die Abdeckung abmachen und hier auch die Folien, ne? Sonst grillt ihr das alles. Ich habe das alles schon mal zusammengebaut. Das habe ich gerade ein bisschen vergessen, wie das ging. Muss man den Ring dran machen. Und dann könnt ihr auch den Reflektor hier drauf machen. So, ich würde erst den Reflektor auf den Ring machen und dann den Ring auf die Lampe. So, als kleiner Hinweis. Braucht ihr nicht so lange wie ich. Alter Verwalter, was ist denn das für ein Monster-Netzteil? Wow. Schön langes USB-C-Kabel ist auch dabei. Und ich muss langsam mal die Katze aus dem Sack lassen. Was ist eigentlich das Besondere an den an der kleinen Leuchte hier? Ich kann euch das leider nicht demonstrieren, weil die mir eigentlich nur eine zugeschickt haben. Die hätten mir eigentlich mehrere schicken müssen, damit ich es demonstrieren kann. Aber das ist ein modulares System und das macht das Ganze auch recht einmalig. Es gibt hier ein Schienensystem und da kann ich mehrere Lampen sozusagen nebeneinander zusammenstecken. Ein Pulk aus, sagen wir mal, 2x2, also 4 Lampen auf Stativ. Und so lässt sich nämlich dann die Leuchtkraft insgesamt, lässt sich damit also variieren. Deshalb ist die auch relativ klein. Denn eine kleine Lampe macht das Ganze natürlich dann flexibler in den Gesamtausbau. Natürlich ist dann das Gesamtsystem echt nicht so ganz günstig. Aber so lässt sich die Leuchtkraft, die man halt benötigt, konfigurieren. Ihr habt schon gemerkt, diese kleine Tasche hier, die gibt es dazu. Ein Stativ ist im Übrigen nicht dabei. Ihr müsst darauf achten. Ohne Stativ könnt ihr es heute noch in der Hand halten, nicht wahr? Verarbeitung ist wirklich astrein, wie man sich das wünscht. Ein schöner Aluminium-Unibody. Dieser Metallring hier ist aus Metall, weshalb der auch Metallring heißt. Ja, und Reflektor ist halt dabei. Bedienung, ja, funktioniert dann hier über die Rückseite. Haben wir Tasten, ein Austaster. Boah, die haben einen astreinen Druckpunkt. Das gibt's auch noch dazu, Freunde. Das ist dann eben für unser Stativ. Das ist auch sehr, sehr, sehr massiv. Da merkt man eben, dass man hier auf jeden Fall auch die Verarbeitung und das Material bezahlt. Ich kenne mich aus. Meine ersten Lampen, die waren auch so richtig heute billig gewesen. Ich weiß es, Ronny von Nutzheaven, der hatte die gleichen Lampen damals. Und war also Ebay-Lampen gewesen von irgendeinem OEM-Hersteller. Und waren wesentlich einfacher verarbeitet gewesen. Und habe ich inzwischen natürlich gegen hochwertigeres abgelöst. Allein, weil die nicht so hell geworden sind und weil man mit denen auch nicht so flexibel unterwegs war. Im Gegensatz eben zu der CR60 hier, das ist wirklich schon für den etwas höheren Anspruch. Deshalb ja eben auch diese Modularität, dass man die sich zusammenbauen kann. Ja, so ein Setup ist natürlich sehr, sehr teuer. Das Geile ist aber auch, dass man die ja wieder auseinandernehmen kann, die Lampen. Da kann man halt die Lichtstärke halt auch wieder reduzieren. Oder man macht da mehrere Spots von verschiedenen Seiten. Man ist halt echt flexibel dabei. Aber Freunde, es ist gerade ein bisschen off-topic. Ey, ich ziehe hier gerade wirklich von jedem Zentimeter von diesem Netzteil, ziehe ich hier Folie runter. Also selbst der Euro-Stecker hier, selbst da ist eine extra Folie drauf. Unsägliche Verschwendung, wirklich. Cool, das Netzteil, das liefert auch 5 Volt, Freunde. Das könnt ihr also auch für ein Smartphone verwenden. 90 Watt bringt das Netzteil, Freunde. Das ist ein richtig gutes Netzteil hier mit ordentlich Leistung. Kann man über USB-C halt einfach anschließen. Super aktueller Standard. Man hört es schon, hier läuft ein Lüfter an. Also das Ding ist auf jeden Fall aktiv gekühlt, weil bei der Leistung werden die Dinger halt auch gar nicht mehr recht heiß. Jetzt bootet die Lampe richtig. Da haben wir jetzt 50%. Wir sind bei 4400K. Und mal gucken. Oh, zieht euch das rein. Jetzt kann ich das hier so hoch und runter. Das ist eher wie ein Hebel, ein Stellhebel. Und weniger ein Scrollrad. Aber eigentlich recht geil gemacht, muss ich sagen. Und jetzt wird auch extra die Prozentanzeige vergrößert. So 75%. Hier kann ich jetzt noch meine Farbtemperatur einstellen. Ja, jetzt gehe ich hier ins Warme rein. Das ist natürlich übertrieben. Also, dass die immer so anbieten, die 2700K bis 6500K. Das ist auch in der Praxis vollkommen ausreichend. Ich kann die resetten.
den Lüfter kann ich auch einstellen, der ist auf Smart, kurz gesagt, das ist temperaturgesteuert. Hier Gruppe 0, jetzt kann ich die Lampen so in der Gruppe zuordnen. Curve, Linear, Resp, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das alles ist. Seht ihr überhaupt was? Das ist nicht blickwinkelstabil, das Display. Ich bin in Options-Menü meiner Lampe. Das kann man auch echt nicht oft sagen. Gruppe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ich glaube, ich habe das gesamte Alphabet hier. Da kann ich also meine Lampen in Gruppen einordnen. Also sag mal, ich habe 10 Lampen für ein richtig schön großes Studio, Freunde. Da kann ich die dann in wirklich in unglaublich vielen Gruppen kann ich die einteilen, um die dann halt in Gruppen zu steuern. Wir haben hier im Übrigen auch einen App-Support. Das heißt, ich kann meine Lampen dann auch mit einer App steuern. Das macht jetzt hier wenig Sinn, Freunde. Ich habe nur eine einzige Lampe. Die stelle ich hier natürlich fest ein, stelle ich in ein Studio. Aber gerade wenn ich zum Beispiel jetzt 10 Lampen davon gekauft habe, dann ist es absolut sinnvoll, die in Gruppen einzuteilen und die dann über die App zu steuern. Und da seid ihr extrem flexibel dabei. Es gibt Effekte, ihr seht das vielleicht, dass das Licht jetzt so flackert und hier ist ein Symbol von Lagerfeuer. Damit kann ich sozusagen, naja, Lagerfeuer, was im Hintergrund brennt, so ein bisschen imitieren. Ja, EFF steht halt für Effekte. Hier zum Beispiel, ja, jetzt dimmt sich das Licht automatisch im Rhythmus. Das ist eine Birne, die defekt ist. Hier kommt zufälliges Flackern. Freunde, es ist unfassbar. Ich habe keine Ahnung, es ist einfach aus. Ach. Das Symbol, muss ich sagen, kann ich nicht deuten, aber ihr kommt ab und zu, seht ihr, kommen halt Lichtstöße. Nice, ich habe noch nie eine Lampe mit Effekten gehabt. Gewitter. Ich kann mir vorstellen, ja, Gewitter. Super geil. Imitiert jetzt sozusagen einen Blitz. Oh ja, verändert sich die Farbtemperatur gerade. Ich kann das Symbol nicht deuten. Ich weiß nicht so genau, was das sein soll. Aber ihr seht gerade, dass die Farbtemperatur ständig halt wechselt. Also das mit den Effekten finde ich richtig, richtig sexy, muss ich sagen. Rate kann ich Level 1 bis 5. Mit Rate kann ich den Effekt beschleunigen oder halt verlangsamen. CECT, genau, da kann ich jetzt einfach halt fest meine Lampe einstellen. Also Farbtemperatur und Helligkeit. Freunde, das ist einfach mal mega sexy, was das Ding hier drauf hat. Und ihr stellt euch vor, ich schalte hier 5 Lampen zusammen. Ja, da kann ich da wirklich eine richtige Szenerie, kann ich dann halt filmen und habe dann hier entsprechende Leuchteffekte, die voreingestellt dann halt einfach als Programm ablaufen. Ja, was die Helligkeit angeht, also ihr seht, ich blende jetzt mal so ein bisschen sexy meine Kamera. Oh, also die wird schon ziemlich hell und jetzt kann ich halt zusehen, ne, dass ich zum Beispiel jetzt noch ein Highlight mache, weil die ist halt relativ klein und da kann ich jetzt mir einfach noch so kleine Wünsche erfüllen. Ich habe ja schon so ein bisschen Highlight auf meinen Kopf, wollte es auch ein bisschen verstärken, also würde ich noch mehr Frontallicht halt direkt auf meinen Tisch haben. Muss ich was mal an die Decke schrauben, muss ich mal zusehen, ob ich das mit der gebacken kriege, ob ich eine andere nehme, aber die nehme ich vielleicht so als Haar-Highlighter. Ja, die ist halt schön klein, ne, damit bin ich halt recht flexibel. Mach ich mir noch Gedanken, wie ich die halt einsetze. Ich gehe mal davon aus, dass es auch noch verschiedene Aufsätze gibt. Ich habe ja im Moment hier nicht mal einen Diffuser drauf und gar nichts. Ist jetzt auch gar nichts dabei. Dann kann man sich dann auch alles bestellen. Die Diffuser, die sind ja, es ist ja im Prinzip ja so ein Standard-Lampenschirm. Und da muss man halt nur schauen, was das für ein Durchmesser ist. Und bestellt sich dann halt einen Diffuser dazu. Wäre hier auf jeden Fall noch angebracht. Ihr seht ja, dass das Licht ist ja extrem hart. Ich kann, schaut euch das mal an. Ich kann, sieht geil aus, oder? Oder? Sieht wirklich geil aus. Ich kann mit der Lampe meinen gesamten Hintergrund überblenden. Ist ja mal übelst der Hammer. Ich schaue mir das nachher im Schnitt mal an, wenn ich 2 Lampen da hinstelle. Sieht eigentlich auch geil aus, oder? Muss ich mir im Schnitt mal anschauen, wie das dann rüberkommt. Aber jetzt bei den Strompreisen möchte ich das vielleicht hier alles abschalten. Freunde, ich verlinke euch die Lampe unten in der Videobeschreibung. Da können sich Videografen, Fotografen, YouTuber etc. können sich hier echt mal den einen oder anderen feuchten Traum erfüllen. Ach ja, fast habe ich es vergessen. Also die Lampe ist ja gerade auf 75%, also fast auf Max. Der Lüfter ist so leise, den hört man eigentlich nicht. Ist für Videografen übrigens auch tatsächlich ziemlich wichtig, wie laut die Lüfter werden. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.